Okay, hey, yo, Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. In der letzten Folge haben wir die Story so halbwegs kennengelernt und haben unseren Feuerwerks-Creeper gebaut, der aber versucht wird zu zerstören von Gil oder wie der heißt, der jetzt einfach Lava freigelassen hat, damit das unser Woll-Creeper, also der ist das Wolle gebaut, hinten dran Feuerwerk, dass der einfach abfackelt. Und dann dabei hat sich Rubens Anzug, so ein Enderdrache, in Flammen gesetzt und er ist weggerannt. Und wir müssen jetzt schleunigst nichts hinterher. Genau. We'll meet up with you at EnderCon. Wow. Anstatt die da nach diesen 5 Blöcken hinterher rennen. Bitte. Okay, I will not say anything. Ruben, where are you? Just give me an oink if you can hear me. Oink. Okay, wir rufen Ruben. Hallo? Just oink if you can hear me. Hufspuren. Pig tracks. Weird. Hab hier rechts. Ich laufe, wieso rennen wir so? Da hinten. Aufsteigender Rauch. Aber da links könnte es auch weitergehen. Aber wo sollen wir lang gehen? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Und es ist ein bisschen creepy. Ich würde mir hier links lang laufen. Ruben, I don't want to be out here in the dark. Den Brunnen? Ruben? Hallo! Wir haben noch mehr Hufspuren. Der scheint hier lang gerannt zu sein. No way Ruben made these on his own. Karotte, unter rechts. Ist sonst nichts mehr. Ja, dann nehmen wir die Karotte. Wer von euch mag Karotten? Schreibt sie in die Kommentare. Ich esse das sehr gerne. Aber halt nicht permanent, sondern halt mehr so zwischen. Hey Ruben, I got a carrot for you. Where are you, buddy? Wir haben eine Karotte. Geht's hier weiter? Oh ja, geht es. Okay. Was finden wir? 10 Millionen. Ruben, are you in there? Ich glaube, diese Hufspuren sind langsam langweilig. Ich glaube, das ist immer das Gleiche. So, gucken wir mal, was hier sich hier im Gebüsch verbirgt. Mhm. Yeah. Ein Chicken. Hier rechts war noch was. Nur vielleicht hinter dem Baum. Na. Mann, warum baut man denn da so epische Kamerafahrten ein, wenn es dann im Endeffekt gar nichts gibt? Ich merke gerade, ich kann euch das Item hier unten verdecken, aber ich glaube nicht, dass das jetzt euch so groß stört. Gut, dann laufen wir mal hier hinten weiter. Wir haben ein Holzschwert dabei. Hey. Ich hoffe nicht, dass wir das brauchen. Aber mal. Ruben, it's getting scary out here. Ein schwellendes Kostüm. Ruben. Ruben. Oh no, you in there, buddy? Oh jeez, please don't be toasted, Ruben. Okay. Er ist nicht gekommen. Aber wo ist er dann? Ich drehe das mal aus, nicht, dass dann nachher noch ein Feuer entfacht wird oder so. Man weiß ja nie, was in dem Spiel alles passieren kann. Es gibt auch Minecraft Story Mode Teil 2. Ich weiß nicht, ob es den auch auf dem Emulator gibt. Aber den würde ich auch mal spielen. Wo geht's denn hier hinten lang? Ich wollte jetzt nicht in die Höhle rein, wer weiß. Ruben! Ich habe ein ganz unwohles Gefühl, hier durchs Wasser zu gehen. Ruben, is that you?
Bitte sei Ruben, bitte sei Ruben. Ja! Ruben! Unser Lieblingsschwein! Hey, buddy, you want a carrot? Oh, war cool, dass wir die Karotte dabei haben. Ich bin so froh, dich zu sehen. Happy to see you. Ruben wird es nicht vergessen. Könnten wir, Ruben, ich hab gehört, ich muss mal. Los, lauf! I think we're good. Da ist ein Creeper. I think we made it. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du gehst! Oh Gott, lauf. Oh, es hat gelaggt. Ich hoffe nicht in der Aufnahme. Na, wenn ich das aber so sehe, dann krieg ich. Okay. Back! Get back! Stay behind me. I got you. Das ist schon ein bisschen brutal. Oh, wieso saved denn das alle 10 Sekunden? Ich glaube, wir sollten es erst den hier machen. Zombies kommen denn da? Oh mein Gott, mein Schwert ist kaputt. Oh, ihr seht oben links so ganz klein die FPS-Anzeige. Ist das störend für euch? Weil ich guck da immer gerne drauf. Es wird langsam echt laut hier. Bleib hier, ich beschütze dich. Nachher rennt er noch weg und kriegt dann so irgendwie so. Get away from him! Nein, das blaues Auge! Unfair! Das ist die Spinne! Achtung! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was muss ich drücken? Ich drücke alle Knöpfe gleichzeitig. B! Ah! Okay, ist down. Petra! Yo, danke! Come on, let's get out of the open. Ja, wir sollten vielleicht wegrennen. Okay. Wenn euch das Ganze im Übrigen gefällt, könnt ihr mir das gerne mit einer positiven Bewertung da lassen. Oder Peter! Dankeschön. Wir sehen uns später nochmal in der dritten Folge dann. Naja, ciao! Careful, Jesse. You don't want to get a reputation as a wimp. This isn't my first time in a cave, Petra. Yeah, but have you ever seen a wither skull? Whoa! Fresh from the Nether. You're the first person I've showed it to. Just the Nether? You risked your life for that dusty old skull? Oh, I risk my life for the thing I'm gonna exchange for that dusty old skull. There's this guy I'm meeting up with at Endercon. He's gonna trade me a diamond. Diamanten? Being the resident go-getter pays off every once in a while. Literally. The guy you got the skull for, what's his deal? He's kind of strange, I guess. But hey, everybody's got their thing. Yo, aber ein Diamanten für das Skull. Hey, what's with your whole totally normal, not at all weird skull thing? As long as this guy is willing to pay. I earned das Ding that ist diamond. Mindestens 5 Smaragde wert. Wow, what? In a single day, you went to the Nether, you killed a wither skeleton. I mean, I did build a super cool statue, but still. Ja, gut. wir haben eine Statue gebaut. You know, you could come with me. I mean, if you're too nervous, I totally get it. Was springt für mich dabei raus? What's in it for me? Respect, admiration, not getting punched in the face for saying that just now. Ich hab das nur aus Spaß gesagt. Warum nehmen dann da alle das ernst, was ich sage? Since that wooden sword of yours got busted. You're giving me a new one? Even better, you can make your own. One stick. Ich hab doch keine Ahnung, was ein Schwert Crafting Rezept. Equals one sword. Ich glaube, ich weiß, was ein Crafting Rezept ist. Muss ich describe das what you need.
Oh, okay, thanks. So weit sollte schon sein, dass das im Kopf hat. No, we're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here. Of course it's mine. Just making sure. Oh, here we go. Jackpot. Steine. Just place the pieces on the table. Gott. Auswählen. Da. Come on, Jesse. We don't have all night. Yeah? Gut, also das normale Minecraft ist einfacher mit Maus. Ich kann das auch mit Maus spielen. Aber das Spiel will dann einfach nicht mehr so ganz. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber irgendwie hängt das Spiel an. I can't believe it. We won. Axel was right. Everyone loves a creeper. Good for you, Jesse. It's about time we beat Lucas and his gang of jerks. What kind of stupid name is the Ocelots anyway? You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. Ja gut, kommt halt immer drauf an, so. Just in case. Es gibt ja so, der Mensch kann auf der einen Seite so richtig. It's always useful to have a guy like that around. No matter what you might think of him personally. Yeah, you might be right. Also, der Mensch kann ja richtig asozial zu einem sein, aber so zu anderen ist halt freundlich, so. Weil man sich halt einfach falsch getroffen hat, oder weil man selber, so wie wir immer, fies zu den Ocelots ist. So an sich. Weil wir immer Erxler gesagt, das sind Deppen, und darauf haben die was gesagt. Macht ja irgendwie auch Sinn. Remember what we were like, before we were cool? Some of us will never be cool. Haha. Creeper. Oh man. So we back into mine. Got all pickaxe swinging from side to side. Side to side. Look good. Bestimmt kennt das jeder von euch. Revenge heißt das. Revenge. Well, there's only one way off this bridge. Whatever we do it together. Wir springen. All right, let's jump. Habe Lever gefleißt. Tatel Games present. In Zusammenarbeit mit Mojang. Minecraft Story Mode. Eine Telltale-Geschichte von Michael Chung und Stephen McManus. Regie Dennis Leonard, Graham Ross. Ja, hinter dir. Künstlerische Leitung Mark Hammer und Derek Sakai. Umgebung von Jeff Parrott. Boom. Animationen von Jeff Zare oder Zare. Und die Choreografie von Scott Hammack. Und die Programmierung von Randy Tudor. Und nicht zu vergessen, Original-Soundtrack von Arnadel, Antimo und Wells. Burns, it burns! Und die ausführenden Produzenten sind Kevin Brune und Kevin Bylow. Genau. Yo. Und damit startet das Spiel richtig? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich sollte vielleicht auch mal wieder Portal aufnehmen. Oder vielleicht die Portal-Videos fertig schnell. So, when we're making the deal, I need you to let me do the talking, okay? I just don't want anything to screw this up. Should I be nervous about this? Given your personality, your life experience, and everything else you've done to make it to this moment, yes. And Petra? Hey, you all know Petra, my new super close friend. Kann es sein, dass Petra Gladys ist? Now. We ran into each other while I was looking for Reuben. Poor Reuben. What happened to his eye? We had a little run-in with some zombies. They whacked him good, but Reuben held his own. What were you doing in the woods, Petra? Nothing. Just drawn by the sound of Jesse's high-pitched screams. I would have been spider-baited if she hadn't found me. Sorry we didn't come with you, Jesse. But hey, we won! Looks like abandoning friends. Warum ist da ein Bug und das Redstone kommt durch den Creeper nach außen? If I didn't know any better, I'd think that creeper was really gonna explode. We did okay, didn't we? I still wish I'd gotten that part in the back to look better. Ja, ich bin stolz auf euch. Danke, dass ihr das so protected habt. Shucks. Don't make me blush. Seriously.
don't. Hey, Jesse, it's time to go see about that thing. Oh, right, the thing. Subtle. The thing. Yeah. As a punch to the face. Axel and I were gonna head into Endercon anyway. See you in there? I heard somebody saying there's free cake by the map booth. Ja, ich will auch Kuchen. Hurry, we're supposed to meet in the alley over there. Jeder will Kuchen. Es gibt auch Kuchen ohne Milch, bestimmt. Very dark also in jeder here. Mag Kuchen, auch die mit Laktose. That's weird. He said the dark, creepy alley close to the gates, but he's not here. Maybe he's late. Are you sure this is the dark, creepy alley he meant? Keine Ahnung, es könnte auch eine andere ultra dunkle Gasse sein. You stay here, just in case this is the spot he meant, and I'll look around. I guess I could have heard him wrong. Then again, I've never gotten a meetup spot wrong before. Okay, ich bleib hier. I'll hold down the fort. Thanks, mal gucken. Nachher sterben wir noch. If he shows up while I'm gone. Achso, nein, wir sterben, wenn wir hier bleiben, gell? Ich hätte vielleicht mitkommen sollen. Es ist eine Kiste. What's inside? Ich hab heute nicht. And just who are you? I'm waiting. Answer me. No, who are you? If you belonged here, you would know. Unless that's all part of the plan? I'm supposed to meet with Petra, not whatever you're supposed to be. Give me one good reason why I shouldn't walk out of here right now. Well, you're the guy who needed a wither skull, right? Not so loud, you idiot. Too many people know my business already. Do you have the skull? Well... You do or you don't? You'd better not be toying with me. Take a breath, would you? I'll show you the skull when I'm good and ready. Unacceptable. I'm not wasting any more time with you. Ivor. Not a moment too soon. Your partner here almost soured the deal. Ah, well, that's not good. I left my friend Jesse here while I went looking for you. I've got to ask for. If you ich glaube, der wollte uns gerade mit dem us. Schwert töten. Didn't say anything about an us when we Danke, met. Petra. And ein I Herz don't für like Petra. Surprises. If these are the sorts of people you associate with, perhaps we should call the whole thing off. My friend is. Ob das Ganze jetzt abbläst und wir diesen Diamanten nicht bekommen und dafür sein Witherskull nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze bis hierher gefallen. Wenn ja, zeigt es mir wie immer mit einer positiven Bewertung. Outro.